Siedlerreihe geht in die nächste Runde und schlägt mit Die Siedler, Königreiche von Anteria ein neues Kapitel auf. Klingt spannend. Wird es eine Boxed-Version geben? Jetzt einfach so mal dazwischen gefragt, wenn du von einem hohen Production Value redest. Ja, also soweit, das kann ich ja soweit persönlich jetzt nicht verantworten. Ich bin ja dafür zuständig, dass wir auf jeden Fall ein mega gutes Spiel haben. Und wie es dann vermarktet wird, da müsst ihr euch dann vertrauensvoll an unsere Marketingabteilung wenden. Das ist eine klare Aussage. Dann gehen wir doch direkt mal auf das Spiel und die hohe Produktionskraft dahinter. Also was wir sehen konnten in der Demo, die mir uns sehr gut gefallen hat, ist also, dass der Aufbauteil eigentlich wie gehabt ist. Jetzt haben wir aber hier etwas mit Produktionsketten zu tun gehabt. Das heißt, wir konnten sehen, dass nicht nur ein Männchen eine Sache verrichtet hat, sondern viele Figuren, also viele Siedler, viele Häuser, viele Ressourcen miteinander verbunden werden. Magst du da ein bisschen was die Spielmechanik dazu erklären? Ja, der Spieler hat ja in den früheren Siedlerspielen einfach ein Gebäude gebaut und dann haben die Siedler halt automatisch sich immer irgendwas gesucht. Und das hat halt langfristig immer dazu geführt, dass man irgendwann die Übersicht verloren hat, wie, vor allem wenn die Siedlung immer größer wurde. Und bei uns ist es jetzt halt so, man hat halt jetzt die absolute Kontrolle über seine Produktionsketten. Man kann halt, auch wenn man nach 2 Tagen wieder zurückkommt, nochmal ganz einfach gucken, okay, wie habe ich denn meine Produktionsketten geschaltet? Ich klicke einfach die Gebäude an und dann habe ich halt diesen wunderschönen Überblick. Und deswegen ist es halt am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, weil du das Gebäude platzieren und dann verbinden musst. Aber langfristig wird sich das auf jeden Fall auszahlen und deswegen haben wir das eben auch gemacht, weil das Spiel halt auch so auf lange Sicht halt auch gebalanced ist. Und da wollten wir halt ganz sicherstellen, dass der Spieler auf jeden Fall die Kontrolle über seine Wirtschaft behält. Apropos Kontrolle der Wirtschaft. Einfach jetzt mal so eine Verbindung zwischen einem Sägewerk und ein bisschen Holz herstellen reicht ja nicht. Die Verbindungen müssen ja auch noch optimiert werden, wie wir gesehen haben. Mhm. Das wurde, wie ich gesehen habe, dargestellt durch verschiedenfarbige Verbindungen. Mhm. Sag mir mal ein bisschen was zur Optimierung und was ist denn der Wert davon, dass ich es wirklich mir die Mühe gebe, eine Produktionskette optimal herzustellen? Ja gut, ich meine, der hauptsächlichste Wert, um eine Produktionskette zu optimieren, ist natürlich, dass sie schneller produziert und du schneller an die Ressourcen kommst. Und dadurch erreichst du natürlich deine Ziele schneller. Und zum anderen ist es halt so, wir haben halt auch den ganzen Spielfortschritt darauf aufgebaut, weil wir wollten halt nicht nur alles über Kampfregeln, sondern halt auch über Wirtschaft. Und deswegen haben wir gesagt, du musst halt jede Produktionskette, die es gibt, in jeder Ausbaustufe mindestens einmal in diesen perfekt optimierten Zustand bringen. Und dadurch erhältst du halt Ruhm und Ehre, machst dir einen Namen im Reich des Hochkönigs und kannst dadurch dann weitere Technologien freischalten. Apropos Kampf, da haben wir jetzt eine wunderschöne Neuerung gesehen. Ihr habt quasi ein Rollenspiel eingebaut. So eine Art, ja. Champions gesehen, ich habe Partys mit 4 Leuten gesehen, auch mit einer richtig klassischen Aufteilung. Tanks, Damage, Dealer, Heiler, alles, wie es dazu gehört. Haben wir jetzt so ein bisschen World of Siedler zu erwarten? Ja, es ist halt so eine Mischung aus, also ein RTS-kontrollierter taktischer Kampf ist das eben. Und der ist halt auch relativ langsam gepaced, das heißt, wir haben auch nicht dieses Twitch-Gaze-Gameplay, sondern wirklich dieses langsame Gameplay, wo wir dann wollen, dass taktische Entscheidungen, die Qualität der Entscheidungen halt wichtiger ist als die Quantität der Entscheidung. Das Ganze ist schon aufgebaut wie ein Dungeon Crawler, also man startet halt in einem Abenteuer, man hat ein Ziel und dazwischen halt dann die ganzen Gegner und die Beute, die man halt machen kann. Und ja, das war halt wirklich für uns so der beste Weg, wie wir dieses taktische Gameplay in unser Siedlerspiel bekommen. Okay. Online, wie wir gesprochen haben. Das heißt, ausgelegt auf Kooperation, das heißt mit anderen mitspielen. Das funktioniert gerade im Rollenspielteil relativ gut. Das heißt, ich kann bei Partys von maximal 4, wie ich das verstanden habe, auch noch 3 Kumpels dazu einladen. So ist es, ja. Da ist jetzt mal eine Frage, wie habt ihr euch das gedacht? Gibt es einen Channel, wo die Leute bereitstehen und man kann vielleicht durch Zufallsprinzip welche aussuchen? Muss ich gezielt Freunde einladen? Wie ist diese Online-Komponente beim Kampf geplant? Also was wir halt wollen, ist, dass die Spieler sich über den Chat halt hauptsächlich sozialisieren, dass die dann miteinander reden. Da gibt es dann Looking for Group und sowas, ne? Wie man das halt verkennt und da wollen wir halt, wie gesagt, dass die Spieler miteinander reden. Und das andere ist natürlich, ich bringe halt Freunde mit, die ich schon kenne, mit ins Spiel und dann spielen wir halt so zusammen. Also das sind so die hauptsächlichen Wege, wie wir wollen, dass die Spieler ihre Partys gründen. Wenn ich mir jetzt mal World of Warcraft als Beispiel betrachte, kann man sich ja durchaus ein bisschen was in-game Geld verdienen, indem man sagt, hey, ich bin ein toller Tank, mit mich.
Perfekt. Das geben? Klar, also das gibt es, das können die Spieler natürlich ruhig machen. Es gibt ja vielleicht Spieler, die diesen Abenteuermodus jetzt nicht so verfallen sind. Und die können dann natürlich genau sowas nämlich machen. Das heißt, ich konzentriere mich dann, wenn ich jetzt nicht so viele Abenteuer spielen mag, auf das Heilen und heuere mir dann 3 Freunde an, die die ganze Arbeit für mich machen. Das geht schon. Und das ist auch ein großer Teil von dem, was wir halt wollen, was wir erreichen wollen. Die Spieler sollen ja zusammenspielen und die sollen sich auch gegenseitig helfen. Da sind wir schon bei dem Punkt online muss. Ich möchte es mal nicht Online-Zwang nennen, mal so freundlich online muss. Ja. Das heißt, es ist always on, wie wir verstanden haben. Das heißt, ohne eine funktionierende Internetverbindung ist ein Spielen, auch wenn ich es gerne alleine machen möchte, einfach nicht möglich. Mhm. Das wird unter Umständen vielleicht mal wieder einen Shitstorm hervorrufen können. Man weiß es ja alles nicht, was die Leute so denken. Ja. Mögt ihr mir kurz die Philosophie hinter diesem Gedanken erläutern? Also wir wollten halt, dass jedes Königreich wirklich auch für den Spieler sein eigener Charakter halt ist. Das ist meine Stadt, das ist mein Königreich, das ist mein Werk, was ich so aufbaue. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, wir wollten nicht, dass der Spieler jetzt mehrere Königreiche aufbaut. Außerdem haben wir uns mit vielen Spielern auch darüber unterhalten, dass es die eben wirklich ein bisschen auch abgenervt hat, in den alten Siedlerteilen immer wieder eine neue Stadt aufbauen zu müssen. Und da aufgrund dieses Feedbacks eben und auch aufgrund der Tatsache, dass heutzutage auch einfach fast alles online ist und wir auch immer wirklich diese Social-Komponente immer drin haben wollen, das waren halt so die Hauptgründe, warum wir dann uns dafür entschieden haben, dass das auf jeden Fall ein Online-Spiel sein sollte. Valides Argument. Machen wir ein bisschen Number Crunching, das ist auch immer ganz spannend. Wie ich so in der Präsentation mitbekommen habe, habt ihr wahnsinnig verschiedene Typen von Ressourcen, Häusern. Magst du so einfach mal so 2, 3 Hausnummern nennen, die uns so beeindrucken können? Naja, wir haben zum Beispiel über 2000 verschiedene Rezepte, die der Spieler dann im Laufe des Spiels finden kann. Und das sind dann so Sachen wie Ausrüstungsgegenstände für seine Champions, die er bauen kann, verschiedene Artefakte für seine Wirtschaftsgebäude, und verschiedene Buffs und auch verschiedene Soldaten und Gegenstände, die er im Abenteuer benutzen kann. Also da gibt es auf jeden Fall für den Spieler jede Menge zu entdecken. Faszinierend. Abschließend noch mal ein bisschen was über die Größe des Spiels zu nennen. Wir hatten die Weltkarte sehen, die beeindruckend aussah. Wir haben festgestellt, dass man, wenn man seinen Sektor besiedelt hat, man angrenzend seine Stadt wirklich vergrößern kann. Wo sind die Grenzen? Ja, naja gut, irgendwann ist natürlich das Tal zu Ende. Aber wir haben da auf jeden Fall genug Platz, damit der Spieler sich da Wochen und Monate lang wirklich mit seiner Stadt beschäftigen kann. Und die Stadt, die wir euch gezeigt haben, die hatte ja 400 Gebäude. Und jedes dieser Gebäude hat halt auch 6 Ausbaustufen. Das heißt, auch da gibt es jede Menge für den Spieler zu tun. Die Komplexität der Produktionsketten haben wir gezeigt mit bis zu 19 Gebäuden starken Ketten. Und ja, wie gesagt, da gibt es für den Spieler, selbst wenn er schon 400 Gebäude gebaut hat, immer noch jede Menge zu optimieren und zu tun in seiner Stadt. Alles klar. Dann freuen wir uns mal auf Ende des Jahres hoffentlich, auf die erste Beta-Phase. Und könnt ihr dann euer Ticket nach Anteria lösen. Unser Ticket nach Anteria. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut.